Krimmer. Bei strahlendem Sonnenschein und einer reichlichen Auswahl an musikalischen Köstlichkeiten fand am letzten Sonntag auf dem Markt in Krimmer das obligatorische Muttertagskonzert des Jugendblasorchesters statt. Pünktlich um 14 Uhr erklangen die ersten Melodien. Die Besucher wurden mit einem abwechslungsreichen Repertoire verwöhnt, das von bekannten Klassikern bis hin zu Rockhits von Größen wie Bryan Adams oder Bon Jovi reichte. Zwischendurch wurden zahlreiche Blumengrüße an die Mütter im Publikum und auch in den Reihen des Orchesters überreicht. Wie immer sorgte der Förderverein des Orchesters mit seiner Musikantenklause für die kulinarische Versorgung. Das nächste Konzert des JBO findet am 9. Juni im Krimmer Schwanenteichpark statt.